Zuerst sah ich nur das rosa Glitzern zwischen den schwarzen Mänteln, während du von deinen Großkotzplänen sprachst. Ich suchte in den Glühweintrauben und tarnfarbenen Sprenkeln nach einem Anker, zart, leise und wahr. Fußliges Gemurmel durchbohrt von Jahrmarktskatzenjammern. Du bist in deinem unverstandenen Loop. Kindergarten nebenan ein zerbrochenes für Lese. Und jeder Gap war es für naiven Mund. Der schöne Lack ist ab, zerfallen zu Sternenkörnchen, aufgesaugt in einem Glitzerturm. Der schöne Lack ist ab, zerfallen zu Sternenkörnchen. Durch die grau-braun-blaue Masse sucht den Lichterzauber ohne Hast. Lass mich fangen von Herrn Huter Stern aus Plastik und dem energieeffizienten Lichterkettenmarkt. Deine Lichter mit einer Menge und ein alter Mann. Dunkelgrau, leben berührtes Gesicht. Sagt, zieht nur manchen im Bann, lässt sanft, lässt leise, melancholische Musik. Das Tuch markiert seinen Platz, sanft legt er das Instrumentchen weg. Greift das Holzkreuz, sortiert seine Finger und flüstert einen Satz. Die Puppe steht auf und tanzt auf einem Fleck. Anzug, Jacke, blauen Jeans und hellen, lockeren Seidenhemd. Funkelglitzer, Socken in den Schuhen. Mit aufgerissenen Augen, großer Nase und sausigem Haar tanzt die Miniatur des großen Serge Gainsbourg. Der schöne Lack ist hart, zerfallen zu Sternenkörnchen, aufgesaugt in einem Glitzerton. Der schöne Lack ist hart, zerfallen zu Sternenkörnchen, aufgesaugt in einem Glitzerton. So mit Stoff und Zylinder, diese Miniatur-Revue. Die Puppe ganz aus Sternenstau. Jeder von jedem Karussell, jedem Tannenbaum, jeder einzelnen Bude fällt. Und sich hier sammelt, wo all die stehen, die klein, zart, neugierig und dünnhäutig sind. In dieser Trubel und die aufgesetzte Freude. Ein unwirklicher Graus. Raus, sind ein Raus, sind der schöne Lackesaal, zerfallen zu Sternenkörnchen, aufgesaugt in einem Glitzertuch, einem Glitzertuch.
Zwischenwelt. Zwischenräume. Zwischenwelten. Zwischenräume. Nicht in mir. Nicht bloß Transtwo. Nicht will mir nie. Zwischen den Zeilen. Zwischen den Zwischenwelten. Nicht unter mir. Zwischenwelten. Mich will mir nicht. Zwischenwelten. Zwischen den Zwischenwelten. Zwischen den Zwischenwelten. Nicht unter mir. Nicht unter mir. Nicht unter mir. Mich will mir nicht. Mich will mir nicht. Steigt bis auf den Ararat und es hilft keine Rettungsleine. Da bringt die Taube zwei Komplett. Doch es kribbelt und wibbelt. Oh.
Auf den Bildern kann sie es nicht sehen und in den Liedern kein dahinter verstehen und in Büchern nur zwischen Zeilen lesen. Wenn sie auch trifft, den fragt sie dann nach dem Leben im vergangenen Stadt. Sie ist zu jung, hat kaum selbst gesehen, was da unterging. Oh, was war das nur für ein Land? Die einen wollen es wieder haben, die anderen nicht erinnert werden. Was war das nur für ein Land? Steht vor Ruinen einer anderen Zukunft. Wo gibt's denn hier eine Auskunft? Sie erzählen von Kindheit fröhlich und frei, von klarer Ordnung und fallen Appell. Sie erzählen von Jugend und Liebe und mehr. Solange man mitschwamm. Sie erzählen von Arbeit und Sicherheit und ihren Träumen vom woanders sein. Demonstrierten für Reformen.
nicht diesen Übergang. Oh, was war das nur für ein Land? Hatte man nicht Größeres vor als Ideologie, Terror? Was war das nur für ein Land, dass die Menschen für eine bessere Welt täglich am Verzichten auf, gleich ein Auto gekauft. Komm, wir fliegen durch die Welt, machen mit eigenen Läden Geld. Und wir gehen nach drüben, genießen lieber bloß in allen Zügen. Die Betriebe leer und verkauft, ihren Karrieren und der Zukunft beraubt. Enttäuschung, Neuanfang, der nicht für alle kam. Neue Chefs kamen von drüben her, als wären die Köpfe der Leute hier leer. Leise Wut und Frustration, jahrzehntelang.
Meine Welt trifft deine Welt. Trifft seine Welt, trifft ihre Welt. Trifft unsere Welt, trifft eine Welt, die wir uns selbst erbauen, die wir uns selbst zerhauen. Du wirst gesehen werden wie alle anderen Menschen auch. Du suchst einen Platz, eine Gemeinschaft, ich such sowas auch. Du suchst was zum dran glauben in einer super rationalen Welt. Du suchst wie alle Generationen Orientierung abseits von Geld. Du willst nicht mehr durch einen Alltag voller Unklarheiten gehen. Du suchst Leute, die die Welt irgendwie deutlicher sehen. Du suchst Regeln, willst nicht immer alles ausdiskutieren. Suchst Lösungen statt Fragen, was soll man dabei schon verlieren? Du willst also einfach Frieden und eine gute Zeit mit Freunden haben. Du willst verstehen, was um uns rum passiert, mehr Klarheit haben. Nimmst die Suchmaschine und folgst diesem einen Pfad. Du informierst dich immer weiter bei denen, von denen es die anderen haben. Du gehst immer tiefer in eine ganz andere neue Welt hinein. Und wer da nicht mitkommt, muss für dich ein Dummkopf sein. Also einfach Frieden und eine gute Zeit mit Freunden haben. Du willst verstehen, was um uns rum passiert, mehr Durchblick haben. Du redst mit spannenden Leuten, die dir zeigen, dass man besser gleichen glaubt. Die dir ein gutes Gefühl geben, weil man das ganze Gelaber nicht mehr braucht. Du gehst immer tiefer und bist irgendwann ganz, ganz weit weg. Nennst uns Mehrheitsgesellschaft und Fakten, Mainstream, Medien, Dreck. Du willst also einfach Frieden und eine gute Zeit mit Freunden haben. Du willst verstehen, was um uns rum passiert, mehr Klarheit haben.
Motive kann man schon gut verstehen, weil sie gleich neben den alten Märchen ganz tief in uns drin stehen. Doch erstrickst du nicht auch, wenn du das mal humanistisch weiterdenkst, wenn du für alte Denkmuster menschliche Grundsätze verschenkst. Du willst also einfach Frieden und eine gute Zeit mit Freunden haben. Du willst verstehen, was um uns rum passiert, mehr Einfluss haben. Doch bist du bei alledem auf dem rechten Auge so blind? Thank you.
2014. Ich fahre nach Granada, an einen Ort, den ich ein halbes Leben zuvor schon einmal besucht habe. Ich schlendere über Plätze, atme das mediterrane Leben und zwischen Wasserspielen zu pressen und dem Ausblick über die Stadt treibt mir die Schönheit der Alhambra Tränen in die Augen. Vorbei in weißgetünchten Orten, durch Olivenhaine auf roter Erde geht es nach Cordoba. Dort saugt mich das Gewirr von Gassen auf, bis mir die Magie einer gigantischen Säulenhalle die Stabilität aus den Knien nimmt. Vor 5 Jahrhunderten wurde dort eine Kathedrale mitten in die drittgrößte Moschee Europas gesetzt. Zurück nach Marokko, in das Bazargewirr Marrakeschs mit den lila getauchten Armen der Färber, Blutspritzern gerade geköpfter Hühner und einem Messingtablett voller Zähne mitten auf dem Marktplatz. An den Rand der tunesischen Sahara mit dieser unglaublichen Stille. Und Berbern, die ihre traditionellen Teppiche an Touristengruppen verkaufen. Nach Ephesus in der Türkei, wo nur noch Sandsteine von der bewegten Geschichte ihrer Stadt erzählen. Weltwunder und Basare, an die Kunst- und Kulturschätze des Mittelmeerraums, die mich so an die Sommerurlaube meiner Kindheit erinnern. Und dort war auch dieser Gesang, der die Städte einhüllte wie bei uns die Kirchenglocken. Ich fand ihn schön, magisch, friedlich, denn die Hektik verflog, wenn es vom Turm aus sang. Unglaublich verschiedenen Menschen, gastfreundlichen und Geldmachern, Kunsthandwerkern und Touristen, Ramschverkäufern, Gläubigen, Halbgläubigen, Ungläubigen, Ehrlichen, Unehrlichen, Großherzigen und Engstirnigen, Zufriedenen und Unzufriedenen. Mittelmeerraum denke, dann denke ich zuerst an die kulturelle Vielfalt, die ich dort erlebt habe, an Mixturen verschiedenster Traditionen und jahrhundertealte Völkervermischungen, an den reichen, vielschichtigen mediterranen Kulturkreis, der so nah und doch so fern ist. Ich denke an Orte wie Wait, I'm just gonna go.
Spätsommer 2015. Ich stehe vor einem Denkmal für ein gesunkenes Flüchtlingsboot mitten in Otranto. Meer ist hier in Süditalien nicht zu spüren von denen, die seit Jahrzehnten nachts heimlich anlegen auf der Suche nach einem besseren Leben. Es heißt, sie werden direkt nach ihrer Ankunft aus Albanien in Lagern abgeschottet. Mehr erzählt man mir nicht. Hochsommer 2018. Ein Kreuzfahrtschiff verdeckt die halbe Altstadt Vallettas. Daneben, winzig, im abgeschlossenen Bereich des Hafens liegt die Mission Lifeline, Seenotrettung aus Dresden. Ein paar Crewmitglieder winken mir freundlich zu. Etwas klickt in meinem Kopf. Als ich um die Ecke biege und ein kleiner Junge mit einem brüllenden Spielzeuggewehr durch die Straßen springt, wird mir übel. Sonst ist doch hier auf Malta nichts zu spüren von denen, die direkt vor der Küste auf Hilfe warten. Herbst 2020. Zu Hause in Leipzig sehe ich einen Bericht über den Brand im griechischen Flüchtlingslager Moria. Bilder von elenden Zuständen, von obdachlosen Familien im Schlamm, von Hilflosen, auf die mit Tränengas geschossen wird. Ein junger Mann erzählt von seiner Flucht aus Syrien. Ein Handyvideo zeigt ein überfülltes Flüchtlingsboot, das von der Küstenwache ohne Motor zurück aufs offene Meer gestoßen wird. Ich weine und spende. Weine und spende an Ärzte, an Seenotrettung, an Hilfsprojekte und weiß nicht, womit ich sinnvoll helfen kann. Vielleicht mit diesem Lied, vielleicht damit, es immer wieder anzusprechen. Oder hat am Ende doch der recht, der sagt, Lieder könnten nichts bewirken? Thank you.
Tisch. Pubertät, Studium, Zwischenschuss, Station, Bubble, Filterblase, Echokammer, selektive Wahrnehmung, Lebensabschnitt, in between, inzwischen, zwischen den Jahren, zwischen Bahnhof, Pubertät, Studium, Ausbildung, Zwischenschuss, Station, zwischen Bubble, Filterblase, Wahrnehmung, Echokammer, selektive Wahrnehmung, in between, Lebensabschnitt, zwischen den Jahren, zwischen Bahnhof, Selektivität, Studium, Ausbildung, Zwischenschuss, Station, Filterblase, Echokammer, selektive Wahrnehmung, Lebensabschnitt, zwischen den Jahren, zwischen Bahnhof, Selektivität, Studium, Ausbildung, Zwischenschuss, Station, Bubble, Filterblase, Echokammer, selektive Wahrnehmung, Lebensabschnitt, zwischen den Jahren, zwischen Bahnhof, Selektivität, Studium, Ausbildung, Zwischenschuss, Station, zwischen Bubble, Filterblase, Bahnhof, Echokammer, selektive Wahrnehmung, in between, Lebensabschnitt, zwischen den Jahren, zwischen Bahnhof, Selektivität, Studium, Ausbildung, Zwischenschuss, Station, zwischen Bubble, Filterblase, Bahnhof, Echokammer, selektive Wahrnehmung, in between, Lebensabschnitt, zwischen den Jahren, zwischen Bahnhof, Selektivität, Studium, Ausbildung, Zwischenschuss, Station, zwischen Bubble, Filterblase, Bahnhof, Echokammer, selektive Wahrnehmung, in between, Lebensabschnitt, zwischen den Jahren, zwischen Bahnhof, Selektivität, Studium, Ausbildung, Zwischenschuss, Station, zwischen Bubble, Filterblase, Bahnhof, Echokammer, selektive Wahrnehmung, in between, Lebensabschnitt, zwischen den Jahren, zwischen Bahnhof, Selektivität, Studium, Ausbildung, Zwischenschuss, Station, zwischen Bubble, Filterblase, Bahnhof, Echokammer, selektive Wahrnehmung, in between, Lebensabschnitt, zwischen den Jahren, zwischen Bahnhof, Selektivität, Studium, Ausbildung, Zwischenschuss, Station, zwischen Bahnhof, Filterblase, Bahnhof, Echokammer. Wolken ziehen von Ort zu Ort. Ich liege im Bett und denk an dich und wie es früher war.
Zauberland ist abgebrannt und brennt nur lichterloh. Das Traumtier geht auf weite Reise. Die Feuer. Ach, küss mich noch einmal. Schenkt uns mal ein erlösendes Klatschen.